Ja. So, ich wollte noch gucken. Rennen, rennen. Objekt, Angriff. Aktion des Kreis. Das heißt also, Dreieck und Kreis müsste es sein, die wir gleichzeitig drücken müssen. Für diesen mächtigen Elementzauber. Dann schauen wir mal. Howdy, sag nur, was du brauchst. Ich besorg's für dich. In Grenzen versteht sich. Alle meine Waren sind Top-Qualität. Ja, das behauptet wahrscheinlich jeder Verkäufer. Verstehst du den? Steht 200 EP wieder her. Loridüsse. 1000 für 25 TP Erhöhung. Und 1000 für macht dieses Schwert 3. Ja klar, nehmen wir direkt. Kohle haben wir. Aber immer schön gesammelt hier. So. Kann man halt schnell seinen EP wieder auffüllen. Weil hat er eh 0 von daher. Wir könnten aber mal verkaufen. Und zwar mal 2 Tränke. Ja. Nicht, weil ich die Kohle bräuchte, sondern damit ich immer nur noch Tränke einsammeln kann. So. Haben wir doch schon wieder das Schwert verbessert. Unsere Trefferpunkte verbessert. Dann schauen wir mal, was wir hier tun müssen. Ich werde deine Zukunft vorhersehen. Warte, warte, warten. Er ist nah und doch so weit. Toll, tolle Zukunft. Frau Omega ist so begabt. Ihr Verstand wird dich zu deiner Bestimmung geleiten. So, gucken wir mal. Ne, können wir nicht speichern. Zumindest noch nicht auf der Ebene. Willst du über Nacht bleiben? Nur 10 GP. Bin ja voll geheilt. Komm jetzt halt zurück. Ich dachte eigentlich, du gibst mir jetzt hier die Aufgabe, ich soll Wache schieben. Ah, da können wir doch speichern. Hier ist auch irgendwo so ein Gigi, Gigi. Tür gibt nicht nach. Ja gut, dann speichern wir jetzt einfach erstmal. Sicher ist sicher. Bevor wieder irgendwas Quicktime-mäßiges ist und ich dann nicht mehr speichern kann. Dann machen wir mal die andere Tür hier auf. Irgendwo sollten wir jetzt Wache schieben. Aber was ist denn das jetzt? Also jetzt, ich höre ja die ganze Zeit so diesen Schlüssel. Kann ich nicht. Tür gibt nicht nach. Also das ist ja ein Pirat mit so einem Schlüssel. Achso, ah, hier ist eine Leiter. Die habe ich jetzt nicht gesehen, die Leiter. Ah, okay. Schon gerade gewundert. Da bist du ja. Meine Schicht ist vorbei. Hab ein Auge auf den Typen da unten. Er ist zittrig. Seit er den Baron gefragt hat, warum Mephisto unser Symbol über alle benutzt hat. Berichte alles dem Leuchtturmtypen, ja? Oh Mann, dieser Teil des Bodens ist auch wackelig. Pass also auf. Das ist wahrscheinlich der Teil, der gemeint ist. Dass man da durchfällt. Aber wo ist denn jetzt hier? Wo hat er denn jetzt irgendwo rausgeguckt? Na gut, dann brechen wir halt hier durch. Uah!
Jo, so typisch, so comic-mäßig, ne? Erstmal noch eine halbe Stunde in der Luft stehen bleiben mit den Beinen rudern. Da war es jetzt die Arme. Gigi, wie fühlst du böse? Ja, komm her, Gigi, böse. Tja. Das ist nur die große Frage. Das ist da oben was anderes. Ich muss ja hier meine Schicht halten. Aber schon interessant, dass dieser Pirat mit dem Schlüssel im Rücken sagt, dass Mephisto böse ist. Kann ich auch mal da durchfallen? Hui. Ja, funktioniert. Tja, soll ich das jetzt dem Leuchtturm-Typen sagen, dass Mephisto böse ist? Ich werde deine Zukunft vorhersehen. Die Nachricht sind übermittelt. Der Führer wartet. Mhm. Diese war... Achso, das hatten wir ja. Ich gedacht, der war eben noch nicht da gewesen. Aber war nur eine andere Perspektive. Sag niemand, woher du es hast. Aber ich habe gehört, die drei erbärmlichen Piraten haben wieder mal versagt. Melinas Leibwächter Belga ist nicht von dieser Welt. Hab noch nie gesehen, dass jemand ein Schwert so benutzt. Jo, da hat sich jetzt nichts zugeändert. Hey, darf ich jetzt da rein? Wie läuft's denn so? Ganz gut, ich will nur mal kurz rein. Doch, ich darf in das Warenhaus, ganz bestimmt. Ich darf das Warenhaus ausbilden. War ich eigentlich hier drin gewesen? Schon doch, über da oben nicht rausgekommen, ja. Ja, wir können natürlich jetzt zum Leuchtturm gehen. Aber eigentlich würde ich mich auch gerne noch so ein bisschen hier umschauen. Ne. Lässt mich immer noch nicht rein. Ah, was haben wir denn hier? Lady Melina ist so eine Inspiration. Melina, nicht Melina. Sie ist so schön und so großartig. Und sie hat so viele Anhänger wie die Piraten und diese maskierten Typen. Ups, ich habe dich gar nicht gesehen. Unsere Anführerin Lady Melina hat einen Leibwächter. Als ob sie einen bräuchte. Na, ja, ist der Knopf. Ja, dann gehen wir einfach mal... Hallo. Zum Leuchtturm. Und berichten dem. Anderes wüsste ich jetzt nicht. So, hast du was rausgefunden? Was? Ja, was ist das? Was hat er gesagt? Sagten wir schon. Was? Das muss Lady Melina erfahren. Ah, eine Botschaft. Zaub. Was? Zauber Mephisto kommt hierher? Das ist ja schrecklich. Wir müssen Lady Melina warnen. Ui, benachrichtige sofort Lady Melina. Super viel. Ich glaube, in dem Anwesen bin ich noch drin gewesen damals und danach. Glaube ich nicht mehr. Ey, was soll ich jetzt machen? Komm runter, Kollege. Ich muss etwas tun, das aussieht, als komme ich noch nicht mal her. Hat sich auch nicht geändert. Ja, hier wird sich auch nichts geändert haben, ne? Ich will mit dir reden.
Zeig mir deine Ware. Ja. Ja, also die haben anscheinend dann doch keine Updates, was das angeht. Ich, nee, ich hatte doch, glaube ich, die anderen Elemente auch gehabt, oder? Ich kriege halt nicht mehr auf die Kette. Vielleicht habe ich jetzt hier lang. Ich habe so hart gearbeitet, dass Lady Milena mir gesagt hat, ich soll 2 Tage frei nehmen. Was für eine Frau. Was für eine Anführerin. Ah, durch dieses Tor dürfen nur Leute mit Goldmarken. Und geh nach Hause. Tja. Was soll ich jetzt machen? Sprechen wir vielleicht nochmal mit denen hier. Ich werde in der Zukunft sehen, ja, immer dasselbe. Schönheit kommt vom Herzen. Morgen nach Puerto Medusa. Da bin ich, glaube ich, noch gar nicht drin gewesen hier, ne? Sieht aber nicht so aus, als wenn hier was wäre. Na, ein Poster hat er an der Wand. Ja, ich häng fest. Das ist aber einfach. Ist ja nix. Alle gequatscht. Die hier so sind. Komme ich vielleicht jetzt hier rein? So, Restaurant immer noch nicht. Morgen. Dann muss ich vielleicht auch einfach mal eine Nacht schlafen. Versuchen wir das einfach mal. Andere Idee habe ich jetzt nicht. Ja. Okay, schlaf gut. Ja. Müsst ihr jetzt offen sein. Die hängen immer noch da so rum. Wir haben heute geöffnet. Die Show fängt bald an. Ja, tatsächlich. Gut, dass ich das ausprobiert habe. Hätte ich ehrlich gesagt nicht wirklich mit gerechnet. Dass das klappt. Okay, die Show ist... Es ist Showtime. Da bin ich mal gespannt, was für eine Show jetzt kommt. Und jetzt die Frau, auf die Sie alle schon gewartet haben. Unsere neueste Sängerin, die Prinzessin der Bühne, Exhalia. Jo, Niesler. You must go.
Also schön gesungen. Hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Puh, mein Herz rast immer noch. Mann, war sie heiß. Ich kann kaum die nächste Show abwarten. Na, kommen wir hier ran. Sie war so sexy, ich muss sie wiedersehen. Hey, kenne ich dich nicht? Da hängt so ein komisches Bild. Das ist mein Zwillingsbruder. Sag, kenne ich dich nicht? Ich vergesse nie ein Gesicht und ich bin sicher, dass ich dich schon mal gesehen habe. Naja, kommen wir an denen nicht vorbei. Die ist doch bestimmt jetzt da oben. So, was sagt dasselbe. Toll. Bist du auf einem anderen Weg? Hey du, Kid, was denkst du, wo du hingehst? Du verhältst dich ganz schön verdächtig. Lass mich dich mal ansehen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Keine Lust. Hab's eilig. Der Wirt sagt, dass er dein Gesicht irgendwoher kennt. Aber er kann sich auch nicht erinnern, woher. Da weiß ich doch auch nicht. Bin hier öfter schon mal durchgekommen. Er ist es. Jetzt vermöbel ich euch. Meine Tarnung ist aufgeflogen, so ein Mist. Zwerg, wie lange dachtest du, könntest du uns auf den Arm nehmen? Mach dich bereit zu sterben, Junge! Tja, das wird X, das war wohl nix. Ja, hallo, können. George, mein kleiner Bruder? Bist du das? George, wann bist du hierher gekommen? Ja, gerade eben. Also gestern eigentlich. Aber ins Lokal gerade eben. Warum sucht ihr Kanten... euch nicht jemand mit eurer Größe. Auf seinen Kopf ist eine Prämie ausgesetzt. Das ist Flint, der Piratenjäger. Was? Das ist mein kleiner Bruder George. Ihr krümmt ihn kein Haar, in Ordnung? George, habe ich dich erschreckt? Ist mein Bruder verängstigt? Hä, was? Wohin willst du mich bringen? Zähr mich nicht so.